Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist endlich mal wieder Wutbox-Zeit. Ja, und ihr seht schon, es ist die Wutbox vom August. Habt ihr am Videotitel erkannt, da steht es nämlich drin. Ziemlich alte Box, warum ist das so? Wutbox hatte eine Umstellung bei den Zuständigen für die Influencer. Ich mag das Wort nicht, das wisst ihr. Und da kam dann erstmal nichts. Dann kam irgendwas, dann war ich aber unpässlich, ne? Und hier hängt irgendwie schon wieder so ein Härchen dran, das wollen wir nicht. Und deswegen konnte ich die Boxen lange nicht zeigen. Jetzt habe ich aber die August-Box hier. Ich möchte sie euch zeigen. Die September-Box habe ich auch noch da, die möchte ich euch auch noch zeigen. Und ob dann nochmal irgendwann jemals was kommt, weiß ich nicht, denn die Oktober-Box habe ich nicht mehr bekommen und die November-Box auch nicht. Jetzt ist es so, die Box kommt ja technisch gesehen aus Frankreich. Die haben da gerade auch so ein bisschen was an Problemchen. Dementsprechend weiß ich nicht. Mein Kontakt äußert sich aktuell nicht. Es kann also sein, dass diese und die nächste Wutboxen, dass das die letzten sind, die ich euch zeigen kann. Dann ist das halt so. Ne? Ansonsten könnt ihr Wutbox gerne mal anschreiben und sagen, hey, was ist hier los? Schick dem Mike mal wieder eine Box zu. Wir haben die Augustbox und die war in einem größeren Umkarton. Warum? Weil nicht alles hier reinpasste. Aber dazu später. Jetzt haben wir auch lange genug gelabert. Jetzt fangen wir doch einfach mal an und packen die Box aus. Das Thema der Box im August 2020 war Knights. Also Ritter. Die Ritter. Ritter der Kokosnuss? Vielleicht. Weiß man nicht. Wir haben hier auf jeden Fall ein Deck von Keyforge. Sowas habe ich neulich schon mal ausgepackt. In einer anderen Box. Da gab es dann zwei dieser Decks. Ne? Und da habe ich irgendwie erzählt, dass das ein Deckgame von Richard Garfield ist, was hier auch draufsteht. Und habe gesagt, hat er irgendwas mit D&D zu tun? Nicht ganz. Richard Garfield hat Magic the Gathering sozusagen erfunden. Ja, so heißt es. Aber wieder so ein cooles Deck, ne? Geil. Finde ich cool. Ich spiele sowas nicht, aber es gibt genug Leute, die es toll finden. Dementsprechend finde ich das auch toll. Wenn Leute das toll finden, finde ich es auch toll. Was haben wir hier? Wir haben hier, oh Gott, 80 Magnete. Magnete. Und zwar Minecraft-Magnete. Ja. Braucht ihr sowas? Für einen Kühlschrank ist sowas witzig. Aber wenn ich mir das so angucke, sind die Figuren doch alle sehr stoisch von vorne. Klar, so funktioniert Minecraft. Ne? Es ist alles sehr stoisch und kantig und so. Na, aber hier wirkt das dann schon irgendwie komisch. Also der Creeper zum Beispiel, den seht ihr hier, ne, so direkt von vorne. Das sieht ein bisschen, ich würde fast sagen, langweilig aus. Also, ne, was soll man sagen? Also, ich finde die Bricks und so, die Steine, die finde ich toll. Das gefällt mir. Also, das, da kannst du richtig was basteln. Die Figuren sind mir ein bisschen zu langweilig gestaltet. Ja, kann man nichts machen. Aber es ist ein schönes Magnete-Set von Minecraft, wenn ihr einen Kühlschrank habt oder sonst irgendeine magnetische Oberfläche, dann könnt ihr euch da Minecraft aufbauen. Minecraft, das komplette Minecraft. Was haben wir dann hier noch? Wir haben hier einen Pin drin. Inzwischen sind wir mit den Pins bei der Wutbox auch wieder zeitnah. Vorher war das mal so, es fehlte mal einer, der wurde dann nachgereicht und ach, ganz totales Chaos. Das hier ist auf jeden Fall ein Ritter. Könnte von Kingdom Hearts sein, ne? Diese Shadow Heartless, die tragen teilweise diese Dinger. Könnte aber auch ganz was anderes sein. Ihr wisst das wahrscheinlich besser. Ne? Wenn ihr einen Tipp habt, wer das sein kann, einfach mal Bescheid geben. Vielleicht steht es auch im Wutbook, das auch noch so ein Doppelzettel ist, aber gut. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Und das T-Shirt ist weiß. Ich mag weiße T-Shirts ja nicht. Ne? Da sieht man jede Speckfalte. Es sind zwar momentan ein paar weniger Speckfalten als noch vor 6 Wochen, aber trotzdem noch genug, als dass man das nicht so unbedingt zeigen will. Ich zeige euch das T-Shirt trotzdem. Es ist ein T-Shirt zu Adventure Time. Und zwar haben wir hier den Kollegen hier. Na, ist es Finn? Ich glaube Finn, ne? Finn oder war Finn der Hund? Nein, Jake und Finn. Und das ist hier, ne, Adventure Time. Das T-Shirt ist aber, es ist relativ weich, auch wenn es weiß ist. Aber das hat ja dann mit der, oh yeah. Oh yeah. Je nachdem, in welchem Zusammenhang man das sagt, hat das gewisse Bedeutung. Ja, nicht, was ihr wieder denkt. Na, vielleicht doch. So, dann ist die Box auch schon leer. Und ihr seht, wie immer, bei Wutbox, na, das ist, glaube ich, die letzte Box, die das noch macht. Na, die haben ja immer so ein schönes Artwork, wenn man die Box dann umfaltet, einmal so um, na, einmal so in sich faltet, dann hat man eine schöne Optik. Finde ich immer sehr, sehr cool. So, das war es aber noch nicht. Es gibt noch einen Artikel und der passte, wie gesagt, in die Box so direkt nicht rein. Wahrscheinlich auch, weil die ihr Packungsdesign verändert haben. Und zwar, Wutbox ist ja bekannt dafür, dass sie Exklusivrechte scheinbar an den Q-Fix haben. Und so gibt es eine Q-Fig von Batman im neuen Verpackungsstil.
Vorher war das so, man hatte hier ein Sichtfenster und konnte die Figur sehen. Jetzt ist das so, man kann hier die Figur nicht mehr sehen, sondern nur noch ein Artwork der Figur. Ne, auf der Seite sehen wir hier ein Artwork zu dem Comic. Ne, das ist halt dieser Batman, der die Laterne mit dem Joker-Kopf hat. Und man kann das dann hier so aufklappen. Ne, und dann denkt man sich, oh geil, man kann das hier so aufklappen, sieht dann die Figur. Ha, nein, weit gefehlt, man sieht sie nicht. Ne, man muss das hier oben auch noch aufklappen, dann sieht man hier noch ein Artwork der Figur. Und dann kann man das hier noch aufklappen. Ne, und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr das hier so rausziehen. Und dann sollte hier diese Figur drin sein. Das ist inzwischen auch schwarz, das war mal durchsichtig. Dann kann man das hier so öffnen und dann habt ihr hoffentlich die richtige Figur da drin. Das macht laute Geräusche. Oh, gar nicht so einfach. So, dann haben wir hier, boah, der sieht aber schon mega geil aus, ne? Also das Ding sieht schon mal richtig cool aus. Wir haben hier diesen Batman, ne? Hinten mit diesen Stripes, keine Ahnung, was das ist, das so eine Art Zwangsjacke gewesen oder so? Es sind auf jeden Fall so Gurte, ne? Vielleicht hat er ursprünglich einen Fallschirm gehabt oder so. Es steht auch W vorne auf seiner Brust drauf, was das auch immer bedeuten mag. Und er hat halt diese Laterne mit dem Joker-Kopf, ne? Was ich ziemlich cool finde. Und eben diese Plattform mit diesem komischen, was das auch immer sein soll. Ne? Keine Ahnung, wo der herkommt. Also ich kenne auch das Comic dazu nicht. Dementsprechend, ne? The Last Night on Earth heißt das Comic-Heft dazu. Und dieser Batman sieht schon verdammt krass gut aus. Ja, das hier hat so ein bisschen sowas von Futurama, finde ich, mit dieser Laterne bzw. diesem Ding, wo der Kopf drin ist. Ja, das kennen wir. Zum Glück ist es nicht der Kopf von Richard Nixon. Dann wäre es auf jeden Fall Futurama. Ja, Futurama Q-Fix würde ich auch geil finden. Warum gibt es eigentlich so wenig Merchandise zu Futurama? Gut, ist halt, interessiert nicht mehr so viele Leute. Finde ich großartig, diese Q-Fix. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das ist schon eine nice Q-Fix. Q-Fix sollte sowieso, die sollten viel mehr machen. Die kommen nämlich mit viel zu wenig Zeug auf den Markt. Und das sind immer so, nur so ein paar wenige Figuren, die da immer rauskommen. Das ist immer sehr, sehr schade, weil ich sammle die ja eigentlich und ich habe da auch einen ganzen Schwung von. Na, den werde ich jetzt allerdings weitergeben. Na, da gibt es schon jemanden, der sich da sehr drüber freut. Na, schönen Gruß an dieser Stelle. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Wir gucken mal kurz in das Loot Sheet. 29 Euro soll die Q-Fig kosten. Also langsam fange ich mit den Preisen an, ein bisschen durchzudrehen. Das, ursprünglich waren die mal so bei 16 Euro. Na? Und inzwischen liegen sie bei 22 Euro im Schnitt. Aber 29 Euro finde ich schon bitterhart. Also, ne, das T-Shirt soll auch 20 Euro kosten. Für ein weißes T-Shirt ziemlich. Ne, der Keyforge ein 10er. Eins von drei Produkten zufällig versendet. Ich hätte auch noch einen Eierbecher kriegen können von Minecraft. Den habe ich aber neulich, glaube ich, schon gekriegt. Der ist also für mich nichts Neues. Und es hätte noch ein anderes Item gegeben, das keine Ahnung, was das ist. Aufkleber. Also eins von diesen drei Items. Und der Pin. Schwertkämpfer, bla 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 bla. Ne, das muss irgendwas anderes sein. Das ist nicht zu Kingdom Hearts. Geheimnisvoller Schwertkämpfer, der sich rühmen kann, niemals den richtigen Weg abzuweichen. Ist wahrscheinlich was anderes, da gibt's ja diverse. Ne? So, dann sind hier wieder ganz viele Looter drin. Bin ich wieder mit dabei? Nein, bin ich nicht. Sind da ein paar Leute dabei, die ich kenne? Ja, vielleicht. Naja, Mega Wootbox habe ich da scheinbar auch nicht gekriegt. Sonst würden wir sehen. Und das war es auch schon wieder. Ja, August Wootbox. September Wootbox kommt auch noch. Dürfte dann morgen auf dem Kanal sein. Es sei denn, ihr guckt das Video nicht an dem Tag, wo es rauskommt. Dann ist das vielleicht schon auf dem Kanal. Ob ich jemals die Oktober Wootbox zeigen kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich vermute mal, Wootbox, die haben einfach kein Interesse mehr an der Kooperation. Dementsprechend schauen wir mal. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen da, drückt mir Kommentare rein, Benachrichtigungsglocke, bimmelimmelim machen und so und dann wieder anschalten. Bis dahin bin ich erstmal raus. Mach es gut. Tschüss.